Jawohl, na, servus und habe dir wieder einmal zu einem Einblick ins pure Landleben aus dem Krom Valley. Jawohl, ein wieder in der freien Natur heraus. Ein bisschen ist zugezogen, man merkt es vielleicht auch, dass es ein bisschen düster ist, aber das macht gar nichts, nicht? Na gut, gibt es wieder einen Regen. Sonnenblitz dadurch, ein paar blaue Flecken sieht man. Und an der frischen Luftterrasse, da wollen wir hinkehren, oder? Genau. Ja, ich hab's euch gezeigt, eingangs, der Baum da hinten, ja, seht ihr ihn? Ein wunderbarer Baum, gell? Herrschaftlich, richtig herrschaftlich. Wer der kennt's? Wer erkennt's, was das für ein Baum ist? Das ist ein Walnussbaum. Ja, ein Walschnussbaum, wenn wir sagen. Sieht man ganz selten. Also so einen mächtigen Baum, wie da hinten steht, sieht man eigentlich ganz selten. Ja, warum ist das so? Ja, weiß man nicht recht, aber irgendwie doch, weil er ganz anspruchsvoll ist zum Wachsen. Der wächst nicht überall. Der ist ganz anspruchsvoll voll vom Boden her. Und darum sieht man ganz, ganz selten. Wenn man sieht, sieht man vielleicht an einem Wegesrand ganz vereinzelt einmal einen Walnussbaum, der aber auch so gut ausgeprägt ist wie der da hinten. Ja, der wird jetzt haben. Nein, 30 cm, 20 cm vom Stammdurchmesser. Ganz selten. Weil, wie gesagt, meistens wachsen sie noch 15 Jahre, 30 Jahre sogar und noch verrecken sie. Warum? Ganz einfach, welchen Boden. Also, die finden dann nicht mehr rechte Nährstoffe, was sie brauchen. Aber der Baum da hinten, den taugt es da relativ gut. Weil, solange ich jetzt weiß, steht der Baum da hinten schon. Und das Krom Valley gibt es seit 1133, wisst ihr eh. So lange gibt es jetzt mich noch nicht. Obwohl ich so ausschaue. Aber der Baum, der sieht da Fotos alleweil drauf. Das heißt, der Baum ist mindestens 500 Jahre alt und steht so da, wie er da steht. Ist Wahnsinn, weil herrschaftlich eigentlich so ein Walschnussbaum ist. Gell? Also ein Walnussbaum, Walschnussbaum, Welschnussbaum. Ja, wo kommt der Name her? Ganz einfach, aus dem Welschland. Ja, Welschland ist in Frankreich ein Gebiet, wo solche Nuss eigentlich ganz gut gewachsen haben und darum hat man das auf Welschnuss gesagt, also Welschnussbaum und wir vom Bayerischen haben wir dann gesagt, das ist ein Welschnussbaum. Wir haben aus Welsch Welsch gemacht, wie wir aus Gießen auch Gießen machen. Ne? Jawohl. Und ja, ich sag jedes Mal, wenn ich den Baum anschaue, jedes Mal, mein Baum, du hast schon eine brutale Lebensgeschichte hinter dir. 500 Jahre bist du mindestens alt. Du überlebst uns alle. Über Generationen hinweg, gell? Brutal, was so ein Baum mitmacht. Aus so ein kleiner Samen. Jeder von euch kennt's, oder? Ja, eine Walnuss. Zu Weihnachten gibt's es. Freut sich jeder, wenn es zu Weihnachten zu malen gibt in Lebkuchen rein. Jeder kann's. Er ist bald süchtig nach Nuss. Ja, Weihnachten ist einfach Walschnusszeit, sagen wir. Und darum ist der Baum einmal eine Bereicherung für natürlich uns Menschen mit der Walschnuss. Ja, mit einem ganz guten Geschmack im Mahl. Nur am Rande 60% besteht die Walschnuss aus Fett. Darum ist eigentlich so geschmackig für uns. Und zum anderen ist es natürlich ein wahnsinnig schönes Holz. Ja, mir sticht sauber ins Herz, wie man natürlich den Baum anschneiden muss, weil man natürlich auch das Holz schätzt. Wenn man das Holz verarbeitet zu einem Tisch oder einfach einem Möbelstickel, weil es einfach ein ganz besonders dunkles Holz ist. Ja, ich probiere allerweil, dass ich so Baumerle hochziehe. Ich habe es auch schon mal in einem vorhergehenden Video gezeigt mit der Schwarznuss. Könnt ihr mal reinschauen. Und mich freut einfach das, wenn solche Edelholzbäume gedeihen und wachsen, weil es ihnen gefällt. Da drin hat der Baum, wie gesagt, 500 Jahre ist der alt, in dem Gehege, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen in den Videos, da haben aber Viecher drin, so ein paar Hochlandrinder, die wetzen sich dran, die scheuern sich dran und das tut dem Baum gar nichts. Im Gegenteil, der freut sich. Das ist ganz interessant zum Beobachten, der freut sich, der bläht richtig auf. Ja, aber warum hängt das Ganze zum Walschnuss, zum Walnussbaum? Ja, ich habe von einem guten Freund von mir einen Stamm gekriegt. Der hat ihn wegschneiden müssen. Ja, leider hat er wegschneiden müssen, seinen Walschnussbaum. Aber manchmal ist es halt so, gell? Und hat er gesagt, Raff, du,
deren Walschnussbaum, den schneiden wir auf. Da schauen wir rein, was der für eine Geschichte erzählt. Das Holz, was das für eine Geschichte erzählt, wie das ausschaut, das darf mich interessieren, den schneiden wir auf. Gesagt, getan, wir haben den Stamm angeholt und jetzt liegt er auf der Sechum und jetzt schneiden wir ihn auf. Und da wollte ich euch das Ganze einmal zeigen, wie das ausschaut, weil das euch nicht vorenthalten wollte, was in so einem Baum eigentlich drinsteckt. Welche Jahrhunderte, dass man von den Holz auslesen kann. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also da ich sagen, legen wir den Walschnussbaum in seine Ruhe und gehen wir in den Baum aufschneiden, oder? Jawohl, dann fahren wir einmal rein mit dem Traktor, wie die Österreicher sagen, gell? Wir sagen Bulldog, fahren wir einmal rein, legen wir ihn auf, fahren wir rein und dann greifen wir an mit der Säge, oder? Jawohl. Jawohl, jetzt ja, mal durchschnaufen, habe ihn schon reingebracht, den Stamm. Mit der Muskelkraft braucht man da schon, aber das ist wert. Schaut euch den Stamm an. Da glaube ich, ist eine Überraschung drinnen. Weil wenn ihr das so schaut, da ist ein Mordsostasser gegangen. Vom Erdstamm. Also Erdstamm ist der Tal, wo von Bohnasser geht, bis das die eigentliche Krone anfängt. Der Teil, der ist beim Walschnussbaum nicht länger wie das. Da von dem Ausmaß habe ich zwei Stickel. Und das, sage ich mal, sind 2 bis 3 Meter. Und mehr gibt's eigentlich Erdstamm von dem guten Walnussbaum nicht. Der gibt grundsätzlich nicht mehr her, hat er auch nicht. Also das heißt, das ist ein ganz kostbares Holz und ganz ja, geschichtsträchtiges Holz, weil, wenn man sich den anschaut, da, der mag haben 20 bis 30 cm Stammdurchmesser, ist mindestens auch 500 Jahre alt. Das muss man sich einmal auf der Zunge gehen lassen, wie lange eigentlich so ein Baum braucht, bis dass er so dasteht, wie er jetzt ist. Ja, drinnen, da habe ich einen Prickel schon oben da, der ist ganz, ganz rau, ganz, ganz burkig, ganz, ganz fest. Und wenn man drauf riecht, der riecht ein bisschen pölzig. Aber das ist normal für einen Walschnussbaum, weil der an und für sich ein bisschen so einen Pilz entwickelt als Abwehrfunktion für Schädlinge. Und das macht er eigentlich ganz gut, weil so richtig viele Schädlinge, die dem befallen können, gibt es eigentlich nicht. Und darum, da die sagen, greifen wir einmal an und schneiden wir einmal auf und schauen wir, was da für Überraschung drin ist. Ich sag's vorweg, der Monialerball, der wird mächtig ausschauen vom Holz. Der Ostasser gegangen, da hat er, oh. Jawohl, schauen wir mal, wirft man sich an.
Maxi. Hallo. Und ab. Das ist Rinde. Ja, und schon nach dem zweiten Lohn, eigentlich nach dem ersten, ist die Überraschung da. Also, vierer Lohn runtergeschnitten und noch von außen nichts zu erkennen. Hat immer mal den Lohn runter. Schaut euch das einmal an. Außen nichts, einfach ein schwarzer Fleck drin. Da war, da ist ein bisschen reingestockt, aber da ein schwarzer Fleck drin, erkennt man ganz gut. Da ist halt die Frage, was ist jetzt da passiert? Jetzt, wenn man da den anderen, den Lohn anschaut, da ist auch der Fleck drin. Also ist ja klar, ne? Das ist das Gegenstück dazu. Warum ist jetzt da ein schwarzer Fleck drin auf einmal? Ja, die Vermutung ist das, dass da ein Ast einmal gewesen ist, weil der Baum schmaler war, also klar war halt, ist der, also pro Jahresring wächst der da hin. Und dann, weil er noch klar war, ist da einmal ein Ast rausgegangen und den hat man dann weggeschnitten, weil er giert hat, also der hat gestört. Und dann hat man den weggeschnitten und dann ist der praktisch über die Jahre, der Nussbaum, dann über die die Wundstelle von dem Ost drüber gewachsen. Und so ist der im Verborgenen da drinnen, dem Holz. Sieht man eigentlich ganz gut, weil da ist auch die, sieht man da eine ganz Löcher. Das ist Markröhre von dem Ost. Wunderbar. Ja, von außen nicht zu erkennen. Aber wenn man da oben schneidet, dann gingen da brutale Überraschungen auf. Gell? Jetzt haben die Kinder. Brutal. Naja, dann schneiden wir halt weiter. Was da noch für Überraschungen rausgekommen aus dem ganzen Baum. Ich habe euch echt nicht zu viel versprochen. Es ist unglaublich, mir haut es in Haut runter. Was da, schaut mal das an. Das ist unglaublich. Bei jedem Brädel, bei jedem Lohn. Nein, Überraschung, schaut euch das an. Das ist der Wahnsinn, ich sag's euch. So ein Nussbaum ist der Wahnsinn. Das ist ein Holz, das kannst du dir nicht vorstellen. Komplett dunkel, hell. Es ist Wahnsinn. Also, ich bin begeistert. Ich sag's euch. Schneiden wir weiter. Da kommt noch mehr. Ich sag's euch. Oh, da geht das Herz auf. Und der Geruch von der Nuss, von den ich spare, einzigartig. Also, das kennt sofort weg. Wenn ihr mal eine Nuss aufschneidet, der Geruch, der ist oh, einfach nicht mehr. Also, den kennst du einfach weg von allen anderen. Gehen wir weiter. Jawohl, auf geht's. Thank you.
Jawohl, dann haben wir so gekriegt, die schönen Nussbaumstickel. Vielleicht ein bisschen was Unwichtiges oder Uninteressantes, Überflüssiges oder so nebenbei. Oder auch nicht, wer es interessiert. Der Nussbaum, das ist der Lebensbaum des Neubeginns. So heißt es im keltischen Baumkalender. Das heißt, Menschen, die im April geboren sind, besser gesagt 21. April bis 30. April, zu denen passt der Nussbaum. Ja, das heißt, kann man ein bisschen bei Sternzeichen sehen, zu jedem Menschen, der auf die Welt kommt, hat er ein Geburtsdatum und zu dem Geburtsdatum kann man einen Baum zuordnen. Finde ich ganz interessant, weil natürlich, ja, was heißt das Ganze? Ganz einfach, Menschen, die im Nussbaum geboren sind, verändern sich gern und sind abenteuerlustig. Die nehmen gern neue Sachen auf sich, testen was aus und haben einfach die Faszination für eine Veränderung. Symbolisch steht der Nussbaum für Neubeginn und Erneuerung. Ganz interessant, wie ich finde, weil manche Leute, die im April geboren sind, da merkt man, dass das tatsächlich zutrifft. Ja, ist ein bisschen esoterisch, aber im Prinzip, wenn man da ein bisschen schaut, ein bisschen was ist doch droht, würde ich sagen, weil die Menschen, die im Nussbaum geboren sind, die hinterfragen auch gern den Grund hinter die Dinge, die rätseln gern, die suchen nach die wahren Wurzeln und halten härtesten Widerständen dagegen. Ganz eine interessante Sache, weil auch die Leute ein vertrauenswürdiger Ratgeber sind. Da gibt es mehrere Bäume und zu jedem Menschen und zu jedem Geburtsdatum gibt es da einen entsprechenden Baum dazu. Finde ich ganz nett, genauso wie ein Sternzeichen jeder Mensch hat. So kann jeder Mensch, wenn er auf die Welt kommt, auch einen Baum kriegen. Wie gesagt, heute, weil ich den geschnitten habe, der schöne Nussbaum, der schöne Prickel, da die Leute, die im April Geburtstag haben, jetzt wisst ihr es, eingekehrt der Nussbaum sozusagen. Jawohl, so ein Walschnuss ist was Wunderbares, gell? Und grundsätzlich so ein Holz, so Baum, so eine Baumkunde und ein bisschen Hintergrund, so ein Nussbaum alles dazugehört, das ist total interessant, was ich finde. Und wenn man dann sowas aufschneiden darf, dann geht uns Herz auf. Hat man nicht gemeint, das Stammel, dass sowas drin ist, jedes Mal wieder eine neue Überraschung. Und das Schönste ist das, kein Baum ist gleich, jeder Baum ist anders. Von dem her, bei mir auch unter dem Walschnussbaum stehen, passt das ganz gut. Walschnussbaum steht da, Walschnussbaum liegt da. Sag ich wiederum Dankeschön fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und wenn euch solche Videos gefallen, bewertet es positiv und abonniert den Kanal. Ja, wenn es euch gefallen, sagt es gerne weiter. Und wenn es euch nicht gefallen, die Videos, seid Start. Sagt es nicht weiter. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und nur zum Abschluss, ein großer Nussbaum stand wie eine grüne Laube. Ein Weg ging darunter hin im Staube. Und du und ich, wir lenken in dem Schatten und teilten mit dem Baum, was wir im Herzen hatten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal wieder aus dem Kronwelli. Habe dir Servus. Jawohl.